Hallo zusammen, herzlich willkommen zum dieswöchigen Alicia Online Update. Ja, wie schon vermutet, ist ab dieser Woche das Karneval voll und ganz funktionstüchtig. Letzte Woche sind ja die Edelsteine eingeführt worden und wir haben jetzt eine Woche lang jedes Mal 100 Edelsteine bekommen, wenn wir ein Karneval-Event hatten und am Ende des Rennens ausgewählt wurden von diesem Zufallsgenerator. Dann haben wir am nächsten Tag 100 Gems bekommen. Jetzt ist es so, dass nicht mehr jeder die 100 Gems bekommt. Jetzt wird die Competition härter. Also, wenn ihr dieses Karneval-Event habt, das ploppt ihr immer kurz vorm Start auf, was jetzt übrigens auch häufiger aufploppt ab heute als die vergangene letzte Woche, dann habt ihr am Ende ja so ein Bild oder eine Tabelle mit den Namen derer, die das Ziel erfüllt haben. Weil für jedes Karneval hat man ja auch eine Aufgabe. Bei Teamrennen kann es zum Beispiel sein, dass man als Aufgabe bekommt, dein Team muss das Rennen gewinnen. Das heißt, dann sind von vornherein nur 4 Leute möglich, die dann sich fürs Karneval qualifizieren. Es gibt aber auch so Sachen, dass es heißt, was weiß ich, komm ins Ziel, wenn du gerade noch irgendwas Magisches in der Hand hältst. Solche Sachen. Also man muss erstmal die Aufgabe, die beim Karneval am Anfang gestellt wird, muss man erstmal schaffen im Rennen. Dann taucht man hinterher in der Tabelle auf, also es taucht jeder auf, aber diejenigen, die eben nicht möglich sind, die eben die Aufgabe nicht geschafft haben, die werden ausgegraut und sind nicht in der engeren Wahl. Dann rutscht da so ein Balken durch, rotiert durch und derjenige, auf dem er stehen bleibt, qualifiziert sich bzw. sein Pferd für den täglichen, für das tägliche Karneval-Event. Ja, wie läuft das jetzt ab? Alle, die sich bis 21 Uhr für das Karneval-Event qualifizieren, rutschen noch in des aktuellen Tages. Alle, die danach reinkommen, die kommen erst am nächsten Tag dran. Dann wird zwischen allen Pferden, die drin sind, per Zufallsgenerator entschieden, ja, welches Pferd am besten geeignet wäre quasi, welches Pferd am besten ist. Und das setzt sich aus verschiedenen Dingen zusammen. Zum einen sind es die Werte, die ein Pferd hat. Das heißt, je besser euer Pferd trainiert ist, desto höher ist da schon mal die Wahrscheinlichkeit. Außerdem wichtig, oder ja, was heißt wichtig? Doch schon, sie spielen auch rein, ist das Aussehen des Pferdes. Das heißt, wenn ihr später das Glück habt, eine seltene Farbe zu züchten, mit seltener Mähne und seltenem Schweif, dann steigt da auch nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass euer Pferd gut platziert wird. Ihr seht jetzt, Aquino hat zum Beispiel eine ganz stinknormale Mähne, Seltenheit 1 Stern, das ist das häufigste. Genauso der Schweif hat auch nur 1 Stern. Die Farbe ist ein bisschen seltener und hat 2 Sterne. Das zählt da auch noch mit rein. Außerdem sollte euer Pferd top verpflegt sein. Das heißt, es sollte zufrieden sein, was den Hunger angeht. Es sollte sauber sein und nicht unbedingt verspielt. Weil jetzt hätte ja Aquino zum Beispiel hätte jetzt bei mir noch Bock zu spielen. Das heißt, wenn ihr euer Pferd qualifiziert habt, dann solltet ihr alles dafür tun, dass es bestmöglich verpflegt in dieses Karneval-Event startet. Wichtig ist auch hier unten diese Bar für Schönheit, diese Leiste. Die füllt ihr aber auch wirklich nur, wenn ihr euer Pferd putzt. Und die füllt sich nur ganz, ganz langsam. Ich weiß nicht, ob es da noch irgendwie eine andere Möglichkeit gibt, diese Leiste aufzufüllen. Aber ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht. Das ist persönlich, finde ich, wirklich der härteste Part, da wirklich einen hohen Wert drin zu haben. Also auch das ist wichtig, dass euer Pferd da einen guten Wert hat. Und wenn ihr das alles geschafft habt, dann bekommt ihr am nächsten Tag dann Post und da wird euch mitgeteilt, wie ihr abgeschnitten habt, beziehungsweise euer Pferd. Ihr könnt jetzt jedes Pferd von euch einmal qualifizieren. Ihr könnt kein Pferd, also wenn ihr jetzt euch mit einem Pferd zweimal qualifizieren würdet, erhöht das nicht die Chancen. Ihr habt aber die Möglichkeit, wirklich jedes eurer Pferde zu qualifizieren. Ich kann euch das jetzt zeigen, wie es aussieht, wenn man denn, wenn im Karneval-Event dabei war. Ihr seht, ich habe 100 Edelsteine. Ich hatte einmal das Glück, von diesem Zufallsgenerator ausgewählt zu werden. Dann bekommt ihr am nächsten Morgen Post vom System, Karneval Results. Dann steht da irgendwas, das ist im Endeffekt aber wurscht für euch. Und geht dann auf Karneval Ergebnisse. Hier steht übrigens gerade noch Karotten drin. Stimmt natürlich nicht, das sind keine Karotten, das sind Edelsteine, die ihr bekommt. Also, ihr habt dann hier die Karneval Ergebnisse. Ihr habt Platz 1, 2, 3,
Platziert werden aber die besten 8. Und je nachdem, wie viele, wie gut die Werte sind von eurem Pferd, da richtet sich dann, wie viele Edelsteine ihr bekommt. Das ist ja letztes Mal schon erklärt worden in der News. Danach staffelt sich das dann. Und, beziehungsweise danach wird es sich staffeln. So wie es sich heute anhört, ist es jetzt erstmal so, dass jeder, der unter den ersten 8 gelistet wird, 100 Gems bekommt. Also so klingt es jetzt für mich erstmal, dass man weiterhin erstmal nur 800 Gems bekommt. Aber man hat schon auf dem Bild gesehen, dass es sich eben steigert. Es kann auch sein, dass das mit den anderen oder dass das mit den höheren Gems jetzt schon drin ist. Das ging jetzt für mich aus der News nicht ganz so klar hervor. Aber ihr bekommt auf jeden Fall auf den ersten 8 Plätzen Gems und es wird sich danach richten, wie euer Pferd ist, wie viele ihr bekommt. Wenn ich das richtig verstanden habe, könnt ihr aktuell noch keine Sachen aus dem Shop kaufen mit Gems. Das klang jetzt für mich so, dass sie das jetzt gerade noch testen und einführen und wenn alles glatt geht, dass das dann ab Montag geht. Und sie hat nämlich geschrieben, dass das Shoppen für Edelsteine Ich habe heute echt nur Wortgulasch. Ich bin heute nicht richtig gut drauf. Dass das Einkaufen für Gems, dass das momentan getestet wird. Und dass, wenn alles gut geht, dass wir dann eben ab morgen bzw. ab Montag, ich weiß jetzt gerade nicht, wann ich es schaffe, das hier hochzuladen, dass wir dann eben die Sachen auch für Gems im Shop kaufen können. Ja. Wenn ihr hier drin seid und ihr habt was bekommen, könnt ihr hier unten auf diesem Button die Teile bekommen, diese Edelsteine. Ist jetzt bei mir ausgegraut, weil ich mir die Edelsteine schon geschnappt habe. Ja, aber das war's dann. Dann habt ihr das hier unten drin. Ich weiß, etwas chaotisch heute erklärt. Ich bin froh, dass ich es heute überhaupt auf die Kette bekommen habe. Ich bin etwas durch. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe was unter. Ich glaube, ich werde krank. Gut, aber das war dann das heutige Update. Ich hoffe, ich konnte es halbwegs gut erklären. Sollten auch noch Fragen offen geblieben sein, schreibt es einfach in die Kommentare und ich versuche es noch nachträglich zu beantworten. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß weiterhin bei Alicia Online und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!